So, das Endergebnis steht noch an der Anzeigetafel. Wir gucken gemeinsam mal kurz rauf. 60 Minuten sind um. Unsere Gäste Fortuna Neubrandenburg gewinnen hier das Mecklenburg-Derby 33:28. Hätte noch beinahe was Falsches gesagt. Und wir begrüßen natürlich nochmal Udo Lefold. Und Udo, ganz kurz ein Statement zum Spiel. Wir gucken mal auf meine Statistik, die ich mir mal erlaubt habe, mir zu schreiben. Zur Halbzeit war es ja sehr knapp. Es stand dann nach 30 Minuten 14:15. Und da hat man sich natürlich sicherlich hier auf Schweriner Seiten große Hoffnung gemacht. Aber in der zweiten Halbzeit wurdet ihr in euren Tabellenplatz dann auch gerecht. Oder was hast du deiner Mannschaft dann in der Halbzeit gesagt? Worauf kommt es hier in Schwerin heute an? Immerhin heißt ja die Halle hier auch genannt die Hölle. Ja, darauf hatten wir uns eigentlich eingestellt, weil wir wussten, dass immer hier die Stimmung sehr gut ist und dass das Spiel eben auch kippen kann, wenn man die Schwerinerinnen dort ins Laufen kommen lässt. Wir haben ja auch bei unserem Heimspiel große Probleme gehabt, haben zur Halbzeit mit 3 Toren hinten gelegen, haben damals noch mit 2 Toren gewonnen. Und heute wollten wir einfach durch die schnellen Tore, die uns ja auch in der zweiten Halbzeit dann gelungen sind, in der einen Phase hier eine gewisse Vorentscheidung treffen. Aber wie gesagt, die Schwerinerinnen haben uns dann da nochmal das Leben schwer gemacht und am Ende sind wir über diesen Sieg doch sehr, sehr froh. Ganz kurze Nachfrage mal, Torfrau doll verletzt, also es war ja ein bisschen längere Pause, oder hält sich das in Grenzen? Das hält sich in Grenzen. Wir wissen, dass Antje sich da mal durchbeißt und dass sie das wegsteckt. Danke mich erstmal bei Udo. Ich gebe das Mikrofon mal gleich weiter an Andreas Bartlau. Andreas, hier kannst du auch nochmal mit drauf gucken, ganz klar zu sehen. Erste Halbzeit war beendet, war alles drin, haben wir uns hier gut gefreut, drauf gefreut auf eine spannende zweite Halbzeit. Aber dann waren hier so die Eckpunkte, wo man auch nachher mit 2 Spielerinnen in Unterzahl war. Man hat dann auch wieder teilweise verpasst, die Tore zu machen, wo man vielleicht dran war. Ist Neubrandenburg dann ein Tick besser oder wie siehst du es aus deiner? Also ich habe erstmal Glückwunsch heute zum Sieg. Also es ist so, dass wir uns heute natürlich etwas mehr vorgenommen haben. Das ist ganz klar und wir müssen jetzt um jeden Punkt fighten, so wie auch heute, um nachher in der dritten Liga zu bleiben oder mit hochzurutschen. Heute zu dem Spiel kann ich nur sagen, dass wir einfach zu viele Fehler gemacht haben heute. Ich habe in keinster Weise das Spiel so gesehen, wie wir sonst hier zu Hause auftreten und ja, dann gewinnt man mal nicht so eben mal mit links und 40 Fieber gegen Neubrandenburg, da muss es einfach stimmen und dann in dieser Auszeit, wo wir dann eben mit 8 Toren zurücklagen kurzzeitig, das holt man dann in so einem Spiel nicht auf und dann ist mir noch aufgefallen, dass wir doch ein wenig zu viel Disziplinlosigkeiten haben in unserer Mannschaft, das müssen wir ansprechen und dann denke ich mal, ist hier auch wieder einiges möglich. Udo, vielleicht noch eine Frage von meiner Seite. Es gab ja einmal Auszeit beim Stand von 16:22. Die hatte ja Andreas Bartlau genommen. Ihr hattet ja nachher auch nochmal eine Auszeit genommen. Und beim Stand von 25:28, 52. Minute, da drohte das Spiel zu kippen. Aber dann habt ihr euch natürlich gezeigt, was los ist. Ja, die zweite Halbzeit habe ich keine Auszeit genommen, weil ich habe immer geschaut und wie gesagt, das Spiel drohte schon zu kippen, aber wir hatten eben die richtigen Antworten, dass wir dann eben wieder diese 4 Tore Abstand hatten und dass die Mannschaft eben auch die Ruhe bewahrt hat dann in der Schlussphase und das andere eben, dass die Schwerinerinnen dann ja auch einige Fehler gemacht haben, die uns dann eben das ermöglicht haben, Tore zu werfen. Ne? Deine beste Werferin? Ich glaube Charlotte gerade. Den Namen habe ich sehr oft gesagt. Ja, da habe ich noch nicht auf das Protokoll jetzt geschaut, aber Charlotte hat dort, aber ich muss die Mannschaft, ja genau, insgesamt die Mannschaft dort gut gespielt, das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben und da bin ich sehr zufrieden mit. Wie sind die Ziele in der Saison? Ja, das Ziel für uns ist ganz klar formuliert, Erreichen der neuen dritten Liga und ja, da sind wir eigentlich auf dem besten Wege und da wollen wir jetzt bis zum Saisonende auch nicht nachlassen und vielleicht doch noch den einen oder anderen Platz nach oben kommen, ich sag mal Platz 7, 6, da nochmal ein bisschen zu schauen. Vielleicht hast du noch den nächsten Gegner auf dem Zettel, zu Hause oder auswärts? Ja, wir haben zu Hause Landsberg, da kann man ja gar nichts falsch machen, das ist der Spitzenreiter. Auf das Spiel freuen wir uns schon, das ist ja ausgefallen dort am 31. Januar und das ist am kommenden Samstag und da spielen wir mit den Männern, also haben wir Doppelspieltag mit unseren Männern und da wird mit Sicherheit es ein Handballfest geben in Neubrandenburg. Vielleicht kannst du gleich die Eckdaten ansagen, dann machen wir gleich auch Werbung vor euer Heimspiel. Mit wie vielen Zuschauern dürfen wir denn da rechnen bei euch?
Na, es ist ja, wie gesagt, ein Spitzenspiel und mit den Männern zusammen werden wir an dem Tag schon auf 300 Zuschauer kommen. Das ist für uns schon eine gute Zahl. So, dann bedanke ich erstmal bei Udo, aber bleibt aber noch stehen. So, Andreas, das Wort gemeinsame dritte Liga. Mhm. Vielleicht erklärst du mal aus Sicht Grün-Weiß-Schwerin, wo muss zum Schluss denn Grün-Weiß wirklich stehen? Ja, also es ist im Moment so, dass wir den Platz 9 belegen müssen. Und da haben wir noch 6 Punkte Abstand. Ich weiß jetzt zwar nicht das Ergebnis heute von Hook gegen Aufschlag. Also Stand einer Kenntnis ist jetzt, dass wir 6 Punkte hinterher haben und haben noch jetzt ein Nachholspiel in Brettstedt, was natürlich nicht einfacher wird. Mit 2 Punkte heute im Gepäck wäre uns das bestimmt leichter gefallen. Jetzt ist der Druck natürlich auch dementsprechend da. Und am Sonntag haben wir dann gleich noch ein Nachholspiel gegen Ellerbeck. Also beides Mannschaften, die hinter uns in der Tabelle sind. Und jetzt ist die Mannschaft natürlich gefragt. Ist das ein Muss? Das ist ein Muss. Also für die Mannschaften, die hinter euch sind? Das ist ein Muss. Ja, also bedanke ich mich bei beiden Trainern. Einmal bei unserem Gästetrainer Udo, bei Udo Fortuna Brandenburg hier heute mit seinem Team gewonnen hat. Andreas, vielleicht noch nächstes Heimspiel auf dem Zettel und Auswärtsspiel. Das nächste Heimspiel haben wir dann gegen den TSV Aufschlag. Und ja, wie gesagt, im nächsten Wochenende 2 Auswärtsspiele und ja. Ja, das war ja der 31. Januar, wo ein bisschen mehr Schnee lag überall. Und wir im Norden waren ja besonders betroffen. Wir wünschen euch natürlich eine angenehme Heimfahrt. Seid ihr mit Bus hier, mit Privatfahrzeugen? Ja, mit 2 kleinen Bussen. Gut. Kommt sicher nach Hause und dann wünschen wir euch viel Erfolg, auch für euer Saisonziel. Ähnlich natürlich wie in Schwerin. Ihr habt natürlich bessere Karten. Und ich würde mal sagen, wenn Neubrandenburg noch alle Spiele gegen eure Gegner, die hinter euch sind, da können wir doch glücklich sein, ne? Ja, wir werden auf alle Fälle alles dafür tun, ja. Weil der Norden muss ja zusammenhalten. Ja, richtig. Und nur heute nicht, da mussten wir gewinnen. Es war ja ein bisschen Rabatz auch hinter den Bänken. Es war auch wieder teilweise nichts für schwache Nerven. Ja, das ist nur Handball, ne? Ja. Emotionen. Und das Mecklenburg-Derby, war das ein Mecklenburg-Derby, so wie es auch von der Spannung war? Ja, ich denke schon, aber das die beiden Vereine verbindet, ist eine freundschaftliche Geschichte schon seit Jahren und klar nehmen wir dieses Spiel und wir sind ja auch heute das Spiel dementsprechend ernst genommen, sind mit allen, mit unseren Leuten gekommen, haben versucht auch alle fit zu kriegen und so weiter und von daher ist das für uns schon ein sehr wichtiges Spiel und das ist immer, wenn man gegen den anderen gewinnt aus dem Land, dann ist es immer gut. Ja, und so soll es auch sein. So eine Derbys haben auch seinen Reiz, weil wir machen hier gleich Schluss. Andreas, du hast natürlich das letzte Wort. Ja, also ich sehe das auch, dass es ein Derby war. Ein freundschaftlicher Vergleich, ist es ganz klar. Hier gibt es keine Anfeindungen und ja, Neubrandenburg heute bessere Mannschaft gewesen. Und wir gehen gleich zurück ins Studio, machen Verkehrsfunk, Werbung und alles, was dazugehört. Und dann schalten wir nachher zum großen Süd-Nord-Nord-Süd-Gipfel, wenn heute Bayern gegen HSV spielt. Wir sehen uns gleich wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.